Eine Runde mit. Der Wissenschaftspodcast der Deutschen Sporthochschule Köln. Herzlich willkommen zur 5. Folge von Eine Runde mit. Mein Name ist Jan-Hendrik Raffler und mein Gast heute ist Professor Dr. Daniel Memmert. Er ist Leiter und Professor hier am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik und er ist ein absoluter Fußballfachmann. Also wenn es darum geht, ganze Spiele, Spielszenen oder Fußballerinnen und Fußballer mit modernster Technik bis ins kleinste Detail zu analysieren, ja, dann macht ihm niemand etwas vor. Daniel Memmert berät schon seit vielen Jahren Fußball-Bundesliga-Vereine und auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und in dieser Podcast-Folge erklärt er uns unter anderem, welche Daten er in seinen Studien genau analysiert und wie diese Daten Spielerinnen und Spieler besser machen und wie sie auch Trainerinnen und Trainer helfen können, zum Beispiel bei der kommenden Fußball-Europameisterschaft. Über all das will ich mit ihm sprechen und wir lassen, wie immer in dieser Folge, natürlich auch noch Hochkaräter zu Wort kommen, aus dem Fußball zum Beispiel, unter anderem Urs Siegenthaler und Peter Neururer. Also, legen wir los. Eine Runde mit Professor Dr. Daniel Memmert. Hallo Herr Memmert oder hallo Daniel, wir duzen uns. Schön, dass du da bist. Wir sprechen gleich über deine Forschungen, über deine Studien, Stichwort Spielanalyse, Digitalisierung und so weiter. Vorher wollte ich dich aber noch ganz kurz fragen, ob du das Buch oder den Film Moneyball kennst. Ja, ich habe den Film gesehen. Den Film, der ist von 2011 und der basiert ja auf dem Buch Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game von Michael Lewis. Fassen wir vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zusammen, die es nicht kennen, da geht es um einen Baseball-Manager, Brad Pitt spielt den, der es dann schafft, so ein ja eher schlecht als rechtes Baseball-Team fast ganz nach vorne zur Meisterschaft zu führen. Und er schafft das, indem er all seine Entscheidungen nur noch nach Daten und Analysen vornimmt. Also quasi gar kein Bauchgefühl mehr. Er guckt also wirklich nur, wie man im Baseball sagt, wie oft kommt der Spieler auf Base. Die Frage jetzt konkret an dich wäre, was hältst du von der Idee eines Vereins, die Einkaufspolitik oder die Strategie, ja, und am Ende auch die Erfolgschancen so sehr von Daten abhängig zu machen? Das hängt natürlich ein bisschen auch von der Sportart ab. Also Baseball ist halt auch eine Sportart, wo relativ klar strukturiert ist und wo es genau dieses Base ist einfach wichtig, dass man da möglichst oft draufkommt. Und da sind natürlich Daten, objektive Daten, extrem wichtig. Jetzt für den Fußball so 1:1 das zu kopieren, das macht keinen Sinn, weil das nicht so eine geschlossene Sportart ist. Also es sind sehr viele Dinge, die dort passieren auf dem Platz, die den Erfolg beeinflussen können. Das sind nämlich nicht nur die Torschüsse, sondern wie kommt es zu so einem Torschuss, wie werden Zweikämpfe gewonnen, wie verteilt man den Raum, mit welchem System agiert man und welche Gruppentaktiken setzt man ein. Das heißt, da ist es viel schwieriger, so handfeste Daten zu haben, mit denen wir jetzt den kompletten Erfolg vorhersagen wollen. Wir sehen es sogar noch ein Stück kritischer. Wir sagen, dass beim Fußball, wie auch im Handball oder Hockey, wir eher dynamische Parameter brauchen. Also nicht so die Anzahl der Zweikämpfe beispielsweise, sondern etwas, wie sich der Raum verhält oder die Raumkontrolle verhält bei einer Mannschaft, die versucht, den Ball Richtung gegnerischen Tor zu tragen. Das heißt, KPIs, Key Performance Indices, die dynamisch sich den Situationen anpassen. Und genau solche KPIs untersuchen wir am Institut. Und da haben wir eine Reihe von gefunden. Und die können tatsächlich Teile des Spiels und Teile des Ergebnisses zu Recht vorhersagen, aber halt auch nur zum gewissen Bruchteil. Also wir reden da immer so von 5-6% Vorhersagekraft für den Ausgang eines Fußballspiels. Du hast schon ganz viele Parameter genannt, Stichwort Ballbesitz, Passquote, gewonnene Zweikämpfe. Welche Rolle spielen denn im Fußball auch Daten beim Scouting? Also wenn man jetzt wirklich auf der Suche ist nach neuen Spielerinnen oder Spielern? Ja, das ist erst ganz am Anfang, das muss man ganz klar sagen. Das hat aber auch verschiedenste Gründe. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Daten, das muss man vielleicht auch klar sagen. Also eigentlich unterscheiden wir drei Datentypen, mit denen man im Fußball jetzt arbeitet. Das sind die Videodaten, die kennen wir alle aus dem Fernsehen. Das sind die Eventdaten, das sind Events, die gezählt werden. Das sind so eine Art von Statistiken tatsächlich. Da geht es um die gewonnenen Zweikämpfe, um die Passquote beispielsweise, wenn sowas eingestrahlt wird in den Fernseher, Toni Kroos 94% beispielsweise. Das sind so Eventdaten, da werden noch Dinge gezählt, genauso wie die gelben Karten und die Einwechslungen und die Tore. Und dann gibt es die Positionsdaten. Das sind Daten, das sind die XY-Koordinaten der Spieler auf dem Platz und des Balles. Das heißt, welche Position hat der Spieler zu welchem Zeitpunkt?
Und der letzte Datentyp, der liegt beispielsweise noch gar nicht immer vor. Der liegt in der Bundesliga sehr gut vor in den letzten 4-5 Jahren. Und mit dem haben wir auch hauptsächlich unsere Studien durchführen können. Auch in anderen großen Ligen liegen Positionsdaten vor, werden aber nicht geteilt und sind somit sehr viel schwieriger auch für die Wissenschaft greifbar, weil sie somit auch relativ schlecht mit Vereinen kooperieren können, weil sie ja immer nur die Daten des einzelnen Vereins haben und nicht von der ganzen Liga. Aber in vielen Ligen werden die Daten gar nicht systematisch produziert. Und das ist natürlich, dann kann man es natürlich auch nicht nutzen. Also wenn ich jetzt einen Spieler aus der brasilianischen Liga scouten möchte, dann habe ich da in der Regel nicht die Positionsdaten dieses Vereins. Das heißt also, man muss auch weiter, wenn jetzt Corona es wieder zulässt, sagen, ein Scout bleibt gar nichts anderes übrig, wenn er auch mal in anderen Ländern unterwegs sein will. Wie man sich das so vorstellt, er muss rumreisen, er muss Spieler beobachten, sehr aufwendig. Also nur zu Hause am Laptop sich irgendwelche Daten anzugucken, so weit sind wir noch lange nicht. Naja, durch Corona hat es schon ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen, das Datenscouten. Aber da nimmt man halt die Eventdaten. Die Eventdaten sind eigentlich relativ zuverlässig in den großen Ligen vorhanden und die können auch genutzt werden. Und das machen auch Vereine jetzt schon relativ systematisch, da Erkenntnisse sich rauszuziehen. Das ist aber auch gar nicht so einfach und da gibt es heutzutage auch sehr schöne Machine Learning Approaches, wie man sowas sehr systematisch machen kann. Wichtig ist vor allem, wenn man so etwas tut, dass man viele Daten hat. Mhm. Das ist ja etwas, was sich dann wirklich unterscheidet von dem Scouting noch vor 5-6 Jahren, wo man eine DVD geschickt bekommen hat und irgendwie so the best of Szenen eines Spielers gesehen hat. Das ist halt sehr subjektiv zusammengestellt und es sind auch nur wenige Aktionen und wir sprechen hier von riesigen Datenmengen und dann hat man natürlich schon eine robustere Aussagen über zum Beispiel einen Mittelfeldspieler, über deren Passquote, wobei das auch wiederum eine statische Kennziffer ist, das möchte ich betonen, es wäre viel sinnvoller, wir hätten quasi so einen Raumkontrollwert eines Mittelfeldspielers und könnten den natürlich auch, so einen dynamischen KPI, dann auch vergleichen mit Raumkontrollwerten von anderen, in Anführungszeichen, defensiven Mittelfeldspielern, wenn wir jetzt mal die 6 rausgreifen. Und das wird etwas sein, was in Zukunft kommen wird, dass man zunächst auf der Basis von Eventdaten und Positionsdaten ein Vorscouting durchführen wird, um zu sagen, okay, am letzten Spieltag in den 5 großen europäischen Ligen sind diese 10 Spieler auf dem ersten Platz, also die 10-6 defensiven Mittelfeldspieler waren auf dem ersten Platz im Bereich Raumkontrolle, gegnerischer 16er und die schaue ich mir jetzt näher an. Und dann muss man natürlich dann zum weiteren Scouting auch diese Spieler live sehen. Und natürlich geht es nicht nur um die Raumkontrolle im gegnerischen Strafraum, sondern es geht um viele Faktoren beim Fußballspielen. Das sind technische Sachen, sind aber auch psychologische Dinge, wie er sich verhält, seine Körpersprache und alles, was dazugehört. Und da kommen wir nicht drum herum, dass wir dann nochmal den Spieler im Gesamtkontext einordnen müssen. Also ich denke, das gehört auf jeden Fall dazu. Sind wir dann da auch im Bereich menschliche Wahrnehmung oder Instinkt und Bauchgefühl? Also würdest du sagen, dass das auch immer noch am Ende dann doch entscheidend ist? Also bevor man jetzt wirklich einen Spieler für weiß nicht wie viele Millionen kauft, dass man wirklich sagt, erstmal gucken, ob alle ein gutes Bauchgefühl haben. Oder würdest du sagen, vom Anteil her sind die Daten der Erstgewinnung quasi schon wichtiger mittlerweile geworden? Es gibt ja ganz viele Facetten, die können wir aus den Daten noch gar nicht herauslesen. Und deshalb brauchen wir natürlich auch noch den Menschen, der diese Konzepte einspult. Aber ich möchte immer wieder betonen, das sollte man Vorsicht walten lassen und man sollte auch bedenken, dass die menschliche Wahrnehmung limitiert ist. Also auch ein Scout, der auf der Tribüne sitzt, der nimmt nicht alles wahr tatsächlich. Das kann er gar nicht. Da gibt es ja schöne Beispiele in der Psychologie, die eindrucksvoll zeigen, dass wenn wir zum Beispiel Pässe zählen von Spielern bei einem Basketballspiel und plötzlich ein Gorilla oder ein Mensch in einem Gorilla-Kostüm über die Bühne läuft, dass wir den dann oftmals nicht bewusst wahrnehmen, weil einfach unsere gesamte Konzentration, Aufmerksamkeit auf etwas anders gelegt ist. Und da haben wir auch große Studien dazu gemacht, auch DFG-Projekte gehabt, wo wir das zeigen können, warum Menschen blind werden, wenn sie sehr konzentriert sich eine Sache anschauen. Und so ist es auch beim Scouten. Da kann man nicht alle 22 Spieler im Blick haben und auch den einen Spieler kann man nicht immer im Blick haben, weil man auch Dinge im Kopf hat, Konzepte im Kopf hat und das lenkt unseren Blick. Also Konstruktivismus ist da auch ein ganz wichtiger Begriff tatsächlich, dass wir nur das sehen, was wir sehen wollen und was uns die Erfahrung gelehrt hat, was wichtig ist zu sehen. Wenn man jetzt mal überlegt, beim Scouting ist man ja schon wirklich in den oberen Ligen, kann man sagen. Also da ist es ja wirklich sehr aufwendig. Was braucht es eigentlich für so eine technische Ausstattung? Also ist es theoretisch auch möglich, Daten zu erheben für einen Kreisligaverein?
Ja, das ist möglich. Also im Moment haben wir hier auch an der Sporthochschule ein System von der Firma Kinnickson, was wir gekauft haben, und mit der können wir Positionsdaten erfassen. Das hat natürlich einen gewissen Preis, das Ganze, aber wir haben auch schon Vereine hier eingeladen, die dann für uns in unseren Forschungsprojekten mitwirken und die dann auch tatsächlich getestet werden, beziehungsweise wir dort verschiedene KPIs ableiten. In der Zukunft wird es so ähnlich sein wie mit unserem Handy. Da ist mittlerweile auch eine relativ gute Kamera dabei. Also in 5, 8 Jahren werden auch diese Positionsdaten immer leichter zu erheben sein. Sie werden immer kostengünstiger zu erfassen sein. Und somit glaube ich schon, dass es die Zukunft ist. Was man übrigens auch machen kann, da gibt es verschiedene Firmen und wir tun es mittlerweile auch in einem großen BMBF-Projekt, dass wir aus Videodaten Positionsdaten extrahieren. Das ist mittlerweile auch möglich. Das machen Firmen und das machen aber auch Wissenschaftler. Und wir können das mittlerweile auch, dass wir da dann die Positionsdaten haben, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Und das ist natürlich für den Fußball schon extrem wichtig, wenn verschiedene Länder einfach oder verschiedene Ligen in verschiedenen Ländern noch keine Erfassung von Positionsdaten haben. Also, ich kann mir jetzt aus Brasilien mir ein Spiel schicken lassen als Videodatei und könnte die dann in Positionsdaten überführen und könnte dann verschiedene KPIs drüber laufen lassen. Das ist heutzutage schon möglich. Es geht ja bei den ganzen Datenanalysen, Spielanalysen darum, den Spieler, die Mannschaft besser zu machen, Spiele zu gewinnen am Ende natürlich auch. Ist das eigentlich auch möglich, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Ausnahmespieler Lionel Messi, kann man den mit Daten auch noch besser machen? Da sind wir schon ganz oben. Jetzt sind wir schon ganz oben. Also generell kann man, glaube ich, jeden Spieler besser machen, weil wir alle eigentlich von objektiven Daten lernen wollen. Also wenn man das möchte, dann ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Idee. Und so viel ich weiß, und wir haben ja auch verschiedene Kooperationen mit dem FC Barcelona, ist auch Messi jemand, der sich dafür sehr interessiert. Also der FC Barcelona hat 5 Data Scientists, die quasi allein eingestellt wurden, um Algorithmen zu testen auf Positionsdaten vom FC Barcelona, die noch viel größere Probleme haben, diese Daten zu bekommen. Und die werden auch weitergegeben an die erste Mannschaft. Also letztendlich glaube ich auch, dass die besten Spieler der Welt immer noch ein Stück besser werden wollen, weil auch die jüngeren Spieler nachrücken und die sind extrem datenaffin. Also da schon in den Nachwuchsleistungszentren auf Daten immer einen größeren Wert gelegt wird, ist es so, dass auch die mittlerweile gewohnt sind, Spielanalysen zu sehen und sich Dinge anzuschauen. Das heißt, die werden ganz anders jetzt schon damit in Beziehung gesetzt und das wird auch weiter so sein. Ich wollte so ein bisschen auch darauf hinaus, nämlich genau das. Ich habe mich nämlich gefragt, wir hatten jetzt schon Baseball, USA, die schon sehr viel mit Daten machen. Wir hatten jetzt das Thema Barcelona mit Spanien. Wie steht denn eigentlich Deutschland da, was so den internationalen Vergleich angeht beim Thema Daten? Ist es eher so, dass wir da Vorreiter sind oder hinken wir da so ein bisschen den anderen Ligen hinterher? Ich denke, ein Vorteil, den wir in Deutschland haben, ist einfach, dass die Bundesliga sehr gute Positionsdaten erfasst und die auch shared. Die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga kriegen jeden Montag alle Daten in ihren Center gelegt und können das dann dort abrufen. Und das heißt, die Daten werden geteilt. Also auch Mainz hat die Daten vom FC Bayern München oder von Kiel. Und das ist in den anderen Ligen nicht der Fall. Dort teilen sie nicht. Und da quasi ein Verein die Daten von allen Mannschaften haben, kann natürlich auch ein Wissenschaftler, der mit dem Verein kooperiert, alle Daten von allen Mannschaften haben. Und das gibt uns natürlich eine viel größere Menge an Daten, mit denen wir arbeiten können. Weil ich denke, das ist, glaube ich, auch klar geworden. Die Anzahl der Daten spielt schon eine große Rolle, wenn wir irgendetwas über das Spiel herausfinden wollen. Da reicht nicht die Analyse von 1, 2, 3 Spielen, sondern wir müssen mehr Spiele auswerten. Und insbesondere auch deshalb, weil die Mannschaften ja ständig ihre Taktiken verändern. Also heutzutage sind die Mannschaften ja so weit in der ersten Bundesliga, dass die auch während eines Spiels teilweise ihr System verändern, aber auch ihre taktische Marschroute. Das heißt, wir brauchen sehr viele Spiele, um irgendwelche Regelmäßigkeiten, Invarianzen da rauslesen zu wollen. Und somit sind wir in Deutschland sehr gut aufgestellt, was die Verfügbarkeit von Daten betrifft. Wir haben schon gesagt, dieses Prinzip Moneyball, wirklich nur auf Daten zu gehen im Baseball, das lässt sich nicht so 1:1 ohne weiteres auf den Fußball beziehen. Trotzdem die Frage, wir hatten, ich glaube, das war genau 1998, da hat Otto Rehhagel ja sensationelle Erfolge gefeiert. Als Aufsteiger mit Lautern ist er Meister geworden. Später hat er es auch nochmal geschafft, mit dem Außenseiter Griechenland Europameister zu werden. Jetzt haben wir gerade gesehen, FC Bayern München ist zum 9. Mal deutscher Meister geworden. Und meine Frage wäre jetzt, wie planbar ist denn Erfolg tatsächlich im Fußball? Ja, das ist eine spannende Frage, weil letztendlich untersuchen die Wissenschaftler ja eher tatsächlich Dinge, die zum Erfolg führen, aber vergessen so ein bisschen auch den Zufall
in dem ganzen komplexen Szenario. Und da haben wir jetzt eine aktuelle Studie durchgeführt, die auch aufbaut auf vorherige Studien. Wir haben uns diesmal die Premier League herbeigezogen und haben dort über 10 Jahre hinweg mehr als 7000 Tore analysiert. Und den Zufall definiert man als Faktoren, die zu einem Tor führen, die wenig planbar sind. Also die man als Trainer, als Spieler nicht so gut trainieren kann. Das sind beispielsweise abgefälschte Schüsse. Das sind beispielsweise Schüsse, die an den Pfosten springen und dann wieder zurückspringen, dass ein anderer ihn reindrücken kann, den Ball. Oder aber auch, dass der Ball direkt vom Gegner kommt, bevor man ein Tor schießt. Also alles Faktoren, die nicht richtig planbar sind und nicht richtig trainierbar. Und dann zeigen die Ergebnisse relativ schön, übrigens auch vergleichbar mit den Ergebnissen von früheren Studien im Bereich der Bundesliga, dass ungefähr 50%, bei 50% aller Tore ist so ein Zufallsfaktor mit dabei. Das ist also mehr, als man jetzt erwarten würde. Und was wir auch schön zeigen können, ist, dass dieser Faktor leicht abgenommen hat. Also der ist jetzt noch bei 44% ungefähr, also der hat jetzt abgenommen in den letzten Jahren. Das heißt, da sehen wir auch so ein bisschen, glauben wir, den Einfluss der Spielanalyse, das heißt der Einfluss der Matchpläne, dass doch alles besser analysiert wird und alles besser vorbereitet wird, dass da der Zufall ein wenig abnimmt. Dennoch ist immer noch ein hoher Anteil an Zufall in den Toren mit enthalten. Und besonders auch dann, das ist auch ein ganz spannendes Ergebnis, wenn bei schwächeren Mannschaften ist der Zufallsanteil noch relativ hoch und wenn es unentschieden steht. Also man kann das schon sehr differenziert analysieren und ich glaube, dass dieser Einfluss der Zufall noch zu wenig berücksichtigt wird. Also den Körper doch viel systematisch versuchen, auch in Trainingsformen irgendwie diesen Zufall zu erzwingen tatsächlich. Da sind jetzt die Trainer gefragt, das jetzt kreativ umzusetzen. Was wir jetzt schon merken ist und was man definitiv sagen kann, der Fußball wird immer wissenschaftlicher. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und eine Trainerikone im deutschen Fußball, die sagt von sich selbst, dass sie seinerzeit zumindest so modern war wie kein anderer. Und den hören wir jetzt mal. Digitalisierung im Fußball. Das ist das Spezialgebiet von Peter Neururer, Ex-Bundesliga-Trainer mit 619 Pflichtspielen im Profibereich. Ich war übrigens der erste Trainer in Europa Spitzenligen, der mit einem Laptop gearbeitet hat. Damals, um Spielerdateien zu installieren, um den Markt leichter analysieren zu können. Welchen Spieler hole ich? Welche Qualitäten hat der Spieler? Was kostet der Spieler? Mittlerweile sieht die Welt ein klein wenig anders aus. Heute gibt es Analysen von Dingen, von denen ich früher eigentlich angenommen habe, dass sie eigentlich selbstverständlich sind, dass ich die gar nicht analysieren muss. Mittlerweile gibt es Hintergründe, die man beschreiben kann. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir irgendwo rein von der Betrachtungsweise her den Fußball, ja, zwar auseinandernehmen im Sinne der Analyse, analysieren, welche Bewegungen wozu ausreichend sind, um irgendwelche Ziele zu erreichen, Laufwege zu kontrollieren, Laufwege zu beschreiben, ob effektiv oder nicht effektiv, lassen wir mal außen vor, aber grundlegende Dinge im Fußball eigentlich total vergessen. Aber es ist so, die Entwicklung muss so sein. Ich habe und lasse heute noch Steilpässe spielen und bin darüber ganz gut informiert, dass dieser Vertikalpass, also dieser Steilpass, im Prinzip immer noch das ist, was wir früher auch gelernt haben. Es hat nur einen anderen Namen bekommen. Lieber Daniel Memmert, ich begleite die Entwicklung also aktiv schon seit 1986. Gestartet mit Videoanalysen der eigenen Spiele und der Spiele der Gegner, um sich vernünftig vorbereiten zu können auf den jeweiligen Gegner. Das war der Anfang. Ich frage mich, womit ist das Ende und wann ist das Ende erreicht? Liebe Grüße, Peter Neururer. Ja, so schön sprechen kann eigentlich, glaube ich, nur Peter Neururer, oder? Er hat, glaube ich, selber über sich gesagt, er beherrsche die Verbalerotik. Aber jetzt wollen wir natürlich auch nochmal die Frage von Peter Neururer beantworten. Also er sagt, er behauptet also 1986, vor 35 Jahren, hätte er schon Videoanalyse gemacht. Und er will wissen, womit ist das Ende erreicht und wann? Was ist die Antwort? Ja, meine Antwort bezieht sich so ein bisschen auch auf unser Buch, was wir geschrieben haben. Das ist mittlerweile die zweite Auflage herausgekommen. Und gegenüber der ersten Auflage gibt es noch ein letztes Kapitel. Es gibt ein weiteres Kapitel, was wir dieser Auflage beigeführt haben. Und das ist so vielleicht meine Vision, wie ich glaube, dass wo wir uns hinbewegen. Weil mit diesen Positionsdaten ist es ja so, dass wir sehr, sehr schnell die Spiele analysieren können. Wir haben die Daten, wir haben die Algorithmen. Das heißt, in 7 Sekunden hat ein Computer verschiedene Kennziffern rausgeworfen. Das heißt, es ist einfach viel schneller, als wenn wir mit irgendwelchen Beobachtungen Excel-Datenbänke füllen. Wie damals, das der Peter Neururer noch gemacht hat.
jetzt kann ich mir folgendes Szenario vorstellen. Der Herr Nagelsmann ist im Urlaub, bereitet sich auf dem FC Bayern München vor und hat ein paar Gedanken, wo er sich überlegt, was kann ich dem FC Bayern München noch Gutes tun, wie kann ich sie weiterentwickeln? Welche Gruppentaktiken könnten zum Beispiel jetzt genau für diese Mannschaft wirksam sein? Und die könnte er mir mitteilen. Ich würde dann zum Telefonhörer greifen, hätte ein Team, was mir zur Verfügung gestellt würde vom FC Bayern München, ein Jugendteam, und würde dann mit unserem Setup, was wir haben, und mit Positionsdaten genau das untersuchen, was er mir sagt. Also genau diese Gruppentaktik oder diese Idee, die würden wir jetzt immer wieder spielen lassen und würden schauen, wie sich die gegnerische Mannschaft darauf einstellt, und hätten dann sofort die Positionsdaten und hätten dann auch direkt im Anschluss die Auswertung. Dann könnte man sich das anschauen und anrufen und könnte sagen, du schau her, deine neue Gruppentaktik, die ist jetzt nicht, die hat es nicht mehr Raumkontrolle im gegnerischen 16er bewirkt, das Pressingverhalten war nicht besser und es wurden auch nicht mehr Gegenspieler überspielt. Tut mir leid. Dann sagt er danke und am nächsten Tag kann er mich wieder anrufen. Das heißt, was wir hier tun ist, wir versuchen ein bisschen Gedanken, die Fußballtrainer haben, gleich mal auf ihre Substanz hin zu prüfen. Das heißt, normalerweise ist es ja so, dass Trainer sich sehr viel Gedanken machen in der Sommerpause und dann auch neue Ansätze testen, aber sie testen es immer direkt mit der Mannschaft. Aber ob diese Ansätze neu sind, ob die besser sind, ob die effektiv sind, das weiß kein Mensch. Das heißt, wir könnten sowas versuchen zu generalisieren und sowas ein Stück weit auch im Vorfeld, bevor dann man diese Taktik auf die Mannschaft loslässt, auch mal in Anführungszeichen im Labor sich näher anzuschauen. Und dazu vielleicht auch nochmal ein anderer Gedankensprung. Wir können es nicht nur auf dem Feld machen, sondern wir können es tatsächlich auch in der Simulation machen. In einem neuen DFG-Projekt simulieren wir mittlerweile Fußballspiele. Das heißt, wir schauen uns Planbarkeit an, wir schauen uns Flexibilität an und schauen an, wie sowas wirkt in Mittelfeldkonstellationen, aber auch in der Abwehr oder auch im Angriff, und können das immer in dem Interaktionskontext zwischen Mitball und Gegnerball uns anschauen und können dort auch verschiedene Dinge simulieren. Das ist die Zukunft tatsächlich, dass wir versuchen, auch im Vorfeld mehr Klarheit über verschiedene gruppentaktische Prozesse zu haben, bevor wir dann direkt mit der Mannschaft auf dem Feld loslegen. In der Gegenwart oder in der neuesten Gegenwart ist mir noch aufgefallen, wenn man Fußballspiele guckt, dann ist immer häufiger so von X-Goals, also von Expected Goals die Rede. Also wenn jetzt zum Beispiel Lewandowski tatsächlich mal einen verdaddelt, was ja eigentlich so gut wie nie vorkommt, und dann steht der Fan auf und sagt, wie kann er denn die 100%ige jetzt nicht reinmachen? Und dann steht da aber nämlich eben nichts von 100%, sondern dann wird dann die Torwahrscheinlichkeit angezeigt und dann sind es vielleicht nur 55%. Was gibt es denn sonst noch für Sachen, die vielleicht auch ganz relativ neu sind und worauf man sich noch freuen kann in Zukunft? Ja, also diese Parameter, die du gerade genannt hast, die sind wenig wissenschaftlich validiert, bis gar nicht. Okay. Das heißt, die hören sich gut an und die sind auch einfach. Also letztendlich gibt es verschiedene Interessengruppen. Die Medien wollen natürlich Parameter haben, die für die Zuschauer spannend sind, und die Zuschauer auch sofort verstehen, genau, die gut aussehen und die schnell und einleuchtend sind. Aber das ist ja auch so wie mit den gelaufenen Kilometern einer Mannschaft. Das hat ja auch eigentlich keinen Effekt. Das weiß man heutzutage auch aus Studien. Das heißt, oder auch Zweikämpfe. Also der mehr Zweikämpfe gewinnt, hat noch keine höhere Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Speed-Alarm zum Beispiel gibt es ja auch noch. Ne? Ich glaube auch noch. Wenn Erling Haaland mal wieder 34 km/h läuft oder so. Richtig, genau. Wie gesagt, wenn ich einen Sprinter aufstellen würde, dann würde der natürlich noch schneller laufen tatsächlich. Was aber jetzt, ich kann meine Mannschaft nicht nur aus 11 Leichtathleten bestücken. Also es macht einfach so keinen Sinn. Wir brauchen Parameter, die den Prozess besser abbilden und die natürlich jetzt viel schwieriger den Fußballfans zu vermitteln sind. Wir haben gerade schon über Julian Nagelsmann gesprochen. Der gilt ja so als der Trainer der Zukunft. Der fängt jetzt bei Bayern München an mit, ich glaube, er ist 33. Ich glaube auch, dass er als jemand gilt, der sehr aufgeschlossen ist für solche Sachen. Und er hat vor kurzem in einem Online-Seminar eines Münchner Datendienstleisters gesagt, dass Daten für ihn, Zitat, nur eine Hilfestellung sind und das eigene Gefühl und die Kommunikation mit den Spielern stehen seiner Ansicht nach über allem. Und er sagt dann noch, es sei wichtiger, mit Leuten zu arbeiten als mit Laptops. Das machen wir, glaube ich, alle lieber, dass wir mit Menschen arbeiten und weniger mit Laptops. Letztendlich ist die Entwicklung ja eine andere. Also mittlerweile hat ja jeder Trainerstab und übrigens er auch einen eigenen Datenanalysten oder einen eigenen Spielanalysten. Und er hat mittlerweile auch den Titel Co-Trainer-Spielanalyse. Mhm. Das bedeutet zwei Dinge. Zum einen ist es klar, dass man eine Person hat, die sich mit Daten
auskennt, im Trainerstab hat. Das war vor 8 Jahren noch nicht der Fall. Und zweitens hat es mit durch diesen Co-Trainer-Status verdient man auch mehr Geld. Also es hat auch eine andere Wertung fürs Gehalt, aber auch eine andere Wertung und Standing im Verein, im Club, in der Hierarchie und bei den Spielern. Das heißt, der Julian Nagelsmann hat natürlich für ihn persönlich, stimmt das alles so, und genau dafür ist er übrigens auch verantwortlich, weil er ja einen Experten hat für die Daten. Und dann ist natürlich die Frage jetzt, das ist eine sehr wichtige Frage, wie jetzt letztendlich die Informationen von diesem Co-Trainer-Spielanalyse, wie die aufgearbeitet werden, was er genau tut, um dann seinen Trainer zu unterstützen. Und übrigens, es gibt mittlerweile, das kann man sich auch anschauen, wenn gute Trainer die Vereine wechseln, dann nehmen sie als allererstes immer ihren Co-Trainer-Spielanalyse mit und nicht irgendeinen anderen aus dem Trainerteam, wie zum Beispiel der Torwarttrainer, nur als Beispiel, wie sie Hierarchien verschoben haben. Ja. Deshalb brauchen wir auch eine Ausbildung für die Spielanalysten, die wir hier auch bereitstellen an der Deutschen Sportschule Köln, weil einfach Daten extrem wichtig geworden sind. Aber, vielleicht darf ich das auch noch sagen, wissen wir relativ wenig, wie letztendlich die Kommunikation auszusehen hat zwischen dem Spielanalysten und dem Cheftrainer. Also da kommen auch psychologische Faktoren mit ins Spiel und das ist eine ganz aktuelle Studie, die wir gerade durchführen bei unserem Institut, um uns anzuschauen, wie objektiv sind eigentlich Spielanalysen. Also wenn ich jetzt ein Spiel von 3 verschiedenen Spielanalysten analysieren lasse, kommen die zum selben Ergebnis. Und wenn wir zu einem Ergebnis kommen, was kann der Trainer aus diesem Ergebnis herausziehen? Das heißt, wie sieht die beste Spielanalyse aus, die dem Trainer am meisten bringt? Und als letzte Frage, wie muss dann der Trainer diese Ergebnisse dieser Spielanalyse an seine Mannschaft übermitteln? Das sind eigentlich alles zentrale Fragen. Wir sind jetzt immer nur noch bei den Daten und bei KPIs. Wir sind noch nicht bei den Dingen, die der Julian Nagelsmann anspricht. Wie kommen die Ergebnisse, die Interpretation der Daten zu ihm und zur Mannschaft? Also da gibt es doch 1000 Fragen, die wir noch gar nicht klären können. Und die versuchen wir in ersten Ansätzen näher zu kommen. Was ja noch dazu kommt, ist, dass wir gerade so viele Spiele haben mit 45 Pflichtspielen, 48 Pflichtspielen, 50 Pflichtspielen, internationale Länderspiele. Da habe ich mich auch die Frage gestellt, wann überhaupt die Zeit dafür da sein sollte, ein Spiel zu analysieren und dann auch noch das nächste vorzubereiten, um dann auch noch die Spieler mit ins Boot zu bringen. Ja, da gibt es 2 Punkte dazu. Zum einen, Big Data hilft, weil wir sehr schnell Spiele analysieren können. Also wenn ein normaler Spielanalyst für ein Spiel 8 Stunden braucht, dann brauchen wir 8 Sekunden. Also somit können wir viel mehr Spiele analysieren, um dann die Ergebnisse auszuwerten. Das ist das eine. Und das andere, wann bekommen die Spieler ihr Feedback? Wann bekommen die Spieler ihren Matchplan, ihre Anweisungen? Das sind auch Fragen, die aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht geklärt sind. Da gibt es natürlich von der Theorie her einen ganz guten Anhaltspunkt, dass man sagt, naja, also vor dem Spiel ist ein schlechter Zeitpunkt. Da brauchen wir ein Arbeitsgedächtnis, was so gut wie leer ist tatsächlich, weil das Spiel ist dermaßen komplex, so viele Wahrnehmungseindrücke, die man hat. Da sollte man das schon ein bisschen weiter wegschieben. Aber wohin ganz genau? Wann ist der richtige Zeitpunkt und wie wird dann Training abgestimmt auf die Gegnervorbereitung? Solche Fragen sind im Moment abhängig von der Philosophie des Trainers und hat übrigens auch jeder Trainer eine andere Philosophie. Übrigens, wie auch jeder Spielanalyst eine andere Philosophie hat. Wenn ich ein Spiel habe und nehme den Spielanalysten von FC Bayern München, der übrigens auch bei uns seinen Master gemacht hat, oder nehme jetzt den neuen von Julian Nagelsmann und nehme vielleicht den Dr. Stefan Nopp von der deutschen Nationalmannschaft, dann kriegen wir 3 verschiedene Analysen. Das sind die Fragen, die Wissenschaft interessiert. Wo können wir generalisieren und was sind die goldenen Standards? Jetzt haben wir so viel gehört über Spielanalysten, so viel gesprochen über Spielanalysten und jetzt wollen wir mal einen hören, denn du und dein Institut kooperiert ja auch schon seit vielen Jahren mit der Fußball-Bundesliga, auch schon mit der deutschen Nationalmannschaft, da kommen wir auch noch zu. Unter anderem hast du ja auch schon 15 Jahre für den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim Spielanalysen und auch Gegnervorbereitungen gemacht und bevor wir da nochmal drüber sprechen, hat ein Kollege von dir aus Hoffenheim eine Frage an dich. Hallo Daniel, hier ist Janik Hess von der TSG Hoffenheim. Wir kennen uns jetzt seit einigen Jahren aus dem Weiterbildungsmaster Spielanalyse der Sporthochschule. Daniel, du warst damals einer der Ersten, der sich in Hoffenheim mit Spielanalyse im Profifußball beschäftigt hat. Das dürfte mittlerweile knapp 20 Jahre her sein, damals mit Hansi Flick als Cheftrainer. In den letzten Jahren hat sich durch den technischen Wandel einfach sehr viel verändert in der Analyse. Heute sitzen bei uns mehrere Analysten auf der Tribüne und schicken Szenen an die Bank runter. Wie habt ihr das damals gemacht? Habt ihr ebenfalls Szenen erfassen und bewerten können?
Ich gebe die Frage direkt weiter. Ja, das haben wir tatsächlich getan und ich bin sehr sympathisch, dass er das noch aufgreift von damals. Hansi Flick wollte kostengünstig irgendwelche Analysen haben, die ihm weiterhelfen und direkt aus dem Spiel rauskommen und die aber sehr schnell auch er benutzen kann, um das Spiel nachzubereiten. Und da kam die Idee auf, dass wir mit einem Diktiergerät hantieren, die der Co-Trainer, das, was der Co-Trainer auf der Bank steuert und Codes reinspricht, also gute Spielzüge, schlechte Spielzüge in der Offensive und Defensive, und wir gleichzeitig das Spiel noch aufgenommen haben. Es war damals Regionalliga und man darf schon davon ausgehen, dass in der Regionalliga damals wurden zwar Spiele schon ab und zu mal im Fernsehen gezeigt, aber A, nicht live und B, natürlich den Blickwinkel, den der Zuschauer haben sollte. Und wir haben nochmal eine extra Kamera gehabt, die wirklich auch dann alle Akteure drauf haben, so wie der Trainer auch ein Spiel sich anschaut. Und das wurde dann über Nacht, konnte man das synchronisieren, den Videofile und das gesprochene Wort, und konnten dann so 25 bis 30 Szenen herausgeschnitten werden. Und am nächsten Vormittag um 10 Uhr im Leistungszentrum wurde es dann eine DVD wurde damals noch übergeben. Eine Videokassette wurde übergeben. Ach, VHS. Damals wurde noch eine VHS-Videokassette übergeben und die konnte dann Hansi Flick den Spielern vor dem Auslaufen dann zeigen und dort dann einige Szenen der Mannschaft anbieten, die in den Kategorien positiv-negativ fallen, Angriff, Abwehr. Und damit konnte er das Spiel relativ schnell visuell nachbereiten und damit war er auch schon seiner Zeit ein Stück voraus. Vor allem in taktischer Hinsicht hat sich ja seitdem doch auch wieder, auch wenn man damals schon sehr weit war, viel geändert. Ich würde mir vorstellen, dass es auch schwieriger geworden ist. So eine Gegneranalyse, wenn damals vielleicht alle mit einer ähnlichen Formation gespielt haben. Ja, es ist vor allem differenzierter geworden und es ist vor allem natürlich tatsächlich komplexer geworden. Deshalb, früher wurden immer so zwei Spieltage davor die Gegner angeschaut und analysiert. Heutzutage ist das wenig sinnvoll, weil einfach so viel Variation drin ist in den Formationen. Die Gegner passen sich sehr genau anderen Mannschaften an und somit brauchen wir viel mehr Material tatsächlich, um Gegner wirklich auch zu durchschauen. Und da helfen natürlich auch Big Data Ansätze dabei, weil wir einfach viel schneller eine größere Anzahl von Spielen analysieren können. Heute werten Spielanalysten nicht nur die letzten zwei Spiele aus, sondern oftmals 5, 6 Spiele davor, um einfach mehr Informationen zur gegnerischen Mannschaft zu bekommen. Ich würde gerne jetzt mit dir über das Buch sprechen, was du geschrieben hast mit zwei Kollegen. 2013 ist die erste Ausgabe, glaube ich, erschienen. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Vorher hören wir aber mal Daniel Teveleit. Der hat mit dir das Buch zusammen geschrieben unter anderem. Und den hören wir später auch nochmal mit einer persönlichen Frage. Aber jetzt gerne mal eine Fachfrage von ihm. Und zwar würde mich mal interessieren, ob du irgendwelche Erkenntnisse hast, beziehungsweise irgendwelche Methoden für anwendbar hältst, die noch große ungenutzte Potenziale für den Profisport enthalten. Also konkret gefragt, gibt es irgendetwas in der Wissenschaft, was, wenn es denn konsequent angewendet werden würde von einem Verein wie zum Beispiel Werder Bremen oder dem FC Augsburg, diese Vereine tatsächlich besser machen würde und ihnen einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschaffen könnte? Ich meine, wenn man so ein Patentrezept hätte, dann wäre man sofort relativ weit vorne. Dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier arbeiten tatsächlich, weil das hat mir mein Bundesliga-Manager vorgerechnet. Also pro Punkt, was die holen, der ist schon so 1 Million Euro wert tatsächlich. Mhm. Das muss man sich schon mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also ich sehe jetzt im Moment die eine Entwicklungsmöglichkeit für Bundesliga-Vereine, dass sie einfach ihre Spiele besser im Kopf machen, ihre Fußballspieler. Wir haben dazu auch Bücher geschrieben. Fußballspiele werden im Kopf entschieden und auch Tennisspiele werden im Kopf entschieden. Und zwei weitere im Bereich Handball und Basketball werden gerade geschrieben. Und da haben wir ein Modell entwickelt, wo auch lange Forschungswege und Programme vorhergehen, wo wir einfach verschiedene Faktoren haben, die wir glauben, dass die Fußballspieler besser machen. Weil heutzutage kann jeder schnell laufen, jeder ist gut körperlich ausgebildet, aber letztendlich müssen alle immer noch Entscheidungen treffen, aber der Raum wird immer kleiner und der Druck wird immer größer. Und weil das können alle Mannschaften mittlerweile sehr erfolgreich durchführen, dass sie Räume verengen und auch den Druck auf die Gegenspieler vergrößern. Und da muss man einfach sehr gut wahrnehmen, man muss gut antizipieren, man muss die Aufmerksamkeit auf die richtigen Bereiche legen, muss kreativ sein, muss aber auch spielintelligent sein und muss Dinge aus seinem Arbeitsgedächtnis relativ schnell abrufen. Und das sind genau die Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, mit denen wir arbeiten, wo wir wissenschaftlich auch forschen. Da liegen auch viele Promotionen dahinter, die abgeschlossen wurden am Institut. Und da haben wir jetzt eine Reihe von Spielformen entwickelt, die diese verschiedenen Komponenten
Schulen. Und ich glaube, sowas wie ein Kognitionstrainer ist etwas, was jetzt auch langsam kommt. Ich kenne Mannschaften, die haben so einen eingestellt, nicht für die erste Mannschaft, sondern für den Verein an sich, der mit verschiedenen Tools, also es gibt nicht nur Spielformen, sondern man kann sowas auch am Laptop machen, dass man einfach versucht, verschiedene Prozesse schneller und genauer ablaufen zu lassen. Wir publizieren auch dazu und konnten jetzt in der aktuellen Meta-Analyse auch schön zeigen, dass tatsächlich kleine bis mittlere Effekte vorhanden sind. Also der basale Komponenten, Kompetenzen spielen da schon eine Rolle. Und das gilt jetzt weiter auszudifferenzieren. Also das wäre jetzt so mein erster Punkt, wo ich sagen würde, ein Verein sollte neben den anderen Trainern, die wir haben, auch jemand haben, der sich ganz speziell um den Kopf kümmert. Und das ist nicht unbedingt ein Sportpsychologe. Das kann natürlich auch ein Sportpsychologe sein. Aber ein Kognitionstrainer ist nochmal jemand, der ganz konkret, so wie jemand, ein Fitnesstrainer, so die Beine schnell macht und das Herz groß, so wird ein Kognitionstrainer tatsächlich versuchen, den Kopf zu verbessern. Und es gibt auch viele Instrumente. Es gibt sowas wie den Footballnauten tatsächlich. Es gibt den Soccerbot 360, mit dem wir arbeiten am Institut. Das sind jetzt Instrumente. Gerade der Soccerbot 360 kann ja auch Positionsdaten verarbeiten. Also die Spieler können ja Hologramme sehen, basierend auf Positionsdaten, mit denen dann wieder man kognitives Training mit den Spielern durchführen kann. Das ist, glaube ich, schon die Zukunft, ein Tick mehr als in meinen Augen Virtual Reality. Die Kreativität, da haben wir schon drüber gesprochen, die Studie zur Kreativität, das ist eines von mehreren Projekten, haben wir schon gesagt, auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der DFG. Gibt es da vielleicht auch noch ein oder zwei andere Sachen, die man vielleicht nochmal kurz skizzieren könnte? Ja, im Moment haben wir ein Projekt abgeschlossen. Da versuchen wir, Kreativität mit Neurowissenschaftlern zu untersuchen. Also wir haben jetzt Testszenarien entwickelt, wo wir auch in einem Scan oder auch mit EEG tatsächlich die Hirnströme messen, abbilden können, während die Probanden einen fußballspezifischen Kreativitätstest machen. Und das sind natürlich ganz spannende Ergebnisse, auch sehr grundlagenorientiert natürlich, um auch zu sehen, das ist für die Neurowissenschaftler ganz spannend, wenn komplexere Dinge vorhanden sind, komplexere Aufgaben vorhanden sind, wie dann verschiedene Areale zusammenarbeiten, um dort Antworten zu generieren. Ein anderes DFG-Projekt haben wir zurzeit mit Brasilien. Da geht es auch wieder darum, dass wir verschiedene Algorithmen entwickeln, die auf der Basis von Positionsdaten Muster erkennen. Und ein ganz aktuelles BMBF-Projekt untersucht, inwieweit wir Videodaten und Positionsdaten zusammenbringen. Das kann man sich jetzt leicht vorstellen. Wir haben auf der einen Seite immer diese qualitativen Videoanalysen auf Videodaten und auf der anderen Seite die KPI-Forschung im Bereich der Positionsdaten. Aber ich glaube, dass auch die Verbindung spannend sein könnte, um noch mehr Kontext in beide reinzubringen. Ganz interessant finde ich auch die Studien oder die Forschung, wenn es um den Vergleich zwischen Männerfußball und Frauenfußball geht. Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja auch schon mit der kanadischen Frauennationalmannschaft zusammengearbeitet. Da kann man ja im Prinzip grundsätzlich die gleichen Parameter erheben. Die Studie ist, glaube ich, 2020 veröffentlicht worden. Da geht es um die geschlechterspezifischen Unterschiede. Und das hat gezeigt, dass es keine Unterschiede gibt in der taktischen Leistungsfähigkeit zwischen Frauen und Männern. War das überraschend? Ja, überraschend. Als Wissenschaftler geht man immer erstmal mit Hypothesen ran. Und tatsächlich dachten wir, dass es da tatsächlich im taktischen Bereich wenig Unterschiede gibt. Und wir wurden dann auch bestätigt, es wurden Video-, Positions- und Eventdaten eingesetzt. Bei Videodaten gab es viele Unterschiede. Das war für uns nicht überraschend, weil bei Videodaten erkennt halt derjenige, der es auswertet, ob es Frauen oder Männer sind. Das erzeugt einen Bias. Und das haben wir halt bei den Event- und Positionsdaten nicht. Das sind die Daten sind erstmal völlig geschlechtsunabhängig. Als auch die Auswertungs-, auch die Algorithmen, wenn die drüber laufen, wissen nicht, was für ein Geschlecht es ist. Und wenn man diese Unabhängigkeit garantiert, findet man sehr, sehr wenige Unterschiede im taktischen Bereich zwischen Frauen und Männern. Aber weil es gerade angesprochen wurde mit der kanadischen Nationalmannschaft, damals hatte mich John Hertmann angerufen. John Hertmann war damals der Trainer der Frauennationalmannschaft aus Kanada und er hatte mein Buch gelesen. Also ich hatte ein Buch rausgebracht über Kreativität, was es nur im Englischen gibt. Und er hat es gelesen. Ich weiß nicht, ob es war zum ersten Mal, dass ein Trainer auf so einem Niveau ein Buch von einem Wissenschaftler liest, aber John Hertmann ist sehr interessiert auch an Wissenschaft und hat gesagt, okay, Kreativität ist wichtig, das fehlt uns, darüber möchte ich mehr lernen. Und dann durfte ich mal eine Woche lang in dem Trainingslager mit dabei sein und auch die Einheiten analysieren und evaluieren
und Vorschläge machen, wie man doch noch stärker Kreativität bei den Frauen aus der Mannschaft fordern und unterstützen kann. Das fand ich ein sehr spannendes Projekt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. In einem ganz aktuellen Studium, um das noch abzuschließen, mit einem anderen Mitarbeiter, haben wir Eventdaten mit Machine Learning Ansätzen untersucht und haben da aber eine ganz andere Fragestellung gehabt, nämlich nicht die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern ob man aus Daten herausfinden kann, ob es eher ein Männer- oder eher ein Frauenspiel ist. Und da zeigte sich, dass wer mehr Zweikämpfe, Schüsse oder Balleroberungen hat, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der ausführende Spieler ein Mann ist tatsächlich. Also wir haben da schon verschiedene Faktoren isolieren können, wo wir dann am Ende sagen können, ob das eher ein Männer- oder ein Frauenspiel ist. Und was sehr spannend ist, finde ich, dass die beiden Positionen, mit denen die größten Unterschiede herausgefunden wurden, sind die des Torwarts und die des Stürmers. Als Zuschauer kriegt man immer relativ wenig mit oder als Fan, was da so im Hintergrund alles ausgewertet wird. Jetzt bei der EM wird das Ganze ja vielleicht auch nochmal präsenter bei der Europameisterschaft. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen zur WM 2006, da hat man dann plötzlich gesehen, wir erinnern uns, als Jens Lehmann einen Zettel zugesteckt bekommen hat vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien. Da soll drauf gestanden haben, in welche Ecke er springen muss, um ja bestmöglich vielleicht den Ball zu halten. Er ist tatsächlich immer in die richtige Ecke gesprungen, hat dann sogar auch gegen Ayala und Cambiasso gehalten. 5:3 Endstand für Deutschland. Zu wie viel Prozent hat Lehmann das der Sporthochschule zu verdanken? Kann man das sagen? Ja, damals war ja die Geburtsstunde von Team Köln. Das heißt, dass die Sportschule übernommen hat, die Gegneranalyse auf der Basis von vielen Studierenden. Und einer der Studenten, der das damals mit angeschoben hat, ist Stefan Nopp gewesen, der später dann auch hier bei uns promoviert hat und jetzt auch beim DFB natürlich eine sehr zentrale Funktion hat als der Spielanalyst der A-Nationalmannschaft. Und letztendlich kann man dadurch ja schon erkennen, dass gerade im Elfmeter ja sehr viel Potenzial drin steckt und da die Vorbereitung eine ganz große Rolle spielt. Weil es gibt da mehr als 100 Studien in der Sportwissenschaft darüber. Und deshalb so viele, weil natürlich Elfmeter eine relativ schöne Standardsituation ist. Es ist alles vorher festgelegt, jeder weiß, wo er zu stehen hat, was gleich passieren wird. Und somit eignet sich das als relativ schönes Paradigma, um ganz viele verschiedene Dinge zu untersuchen. Da geht es über die Motivation, geht es um Körpersprache, aber auch um viele andere Punkte. Wir haben gerade schon angesprochen, diese Geburtsstunde der Kooperation zwischen der SPOHO und dem DFB, Stichwort Spielanalyse-Team Köln. Das geht jetzt in die vierte Runde, glaube ich. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, worum es in diesem Studiengang geht oder was da genau gemacht wird? Ja, unser Zertifikatsstudiengang gibt so quasi die Basis wieder, wie es in die Spielanalyse losgeht. Also es ist quasi vor unserem Master aufgesetzt und zeigt den Studierenden auf, wie Spielanalyse funktionieren. Hauptsächlich eine qualitative Spielanalyse. Also es wird weniger jetzt mit Event- und Positionsdaten gearbeitet, sondern es wird mit Videodaten gearbeitet, ganz klassisch, aber sehr differenziert und auch nach dem Konzept, was der DFB auch reinspult. Also wir arbeiten da sehr eng mit dem DFB zusammen und der DFB, der finanziert auch diesen Zertifikatsstudiengang seit vielen Jahren, wo wir sehr dankbar sind und schult aber auch die Studierenden. Und das Schöne daran ist, dass die Daten, die die benutzen, sofort auch wiederum dem DFB zur Verfügung gestellt werden. Also das ist diese schöne Win-Win-Situation. Auf der einen Seite können wir hier an der Sporthochschule diesen Studiengang ins Leben rufen und können den Studierenden die Möglichkeit geben, dort zu lernen. Auf der anderen Seite kann der DFB sich immer die besten Studenten rausziehen dann später. Sowas wie eine Talentförderung betreibt der DFB bei uns. Und er kann die Ergebnisse der Studierenden nutzen, um die Gegner vorzubereiten. Das wird jetzt auch wieder bei der Euro so sein, dass unsere Studierende an der Sportschule Köln, es sind mehr als 60, die da arbeiten und die verschiedenen Teams betreuen, dann auch wieder wichtige Ergebnisse an den DFB liefern werden, an Stefan Nopp in dem Fall und an das Spielanalystenteam vom DFB, um dann einfach möglichst viele Informationen zu geben, wichtige Informationen, mit denen dann die Spielanalysten arbeiten können und dann selektieren. Da wird ganz viel selektiert. Am Ende bleiben dann die wichtigsten Kernthesen stehen und das wird dann mit dem Trainerstab weiter diskutiert und dann am Ende bekommen dann die Spieler dann die wichtigsten Punkte wieder, um hoffentlich erfolgreich die EM bestreiten zu können. Jemand, der das Team Köln gut kennt, das ist Urs Siegenthaler. Und der erinnert sich auch noch sehr gut daran, wie er dich dort kennengelernt hat. Hallo Daniel, hier ist die Schweiz, hier ist Urs. Ja, wie lange ist es her, seit wir uns kennen oder ein gemeinsamer Weg des Team Köln zu uns begleitet?
2016, so ist mir bekannt, war dein Einstieg beim Team Köln. 2016 begegneten wir uns auf den Fluren des Unigebäudes der Spoho. Namen wie Buschmann, altersbedingt weg. Namen wie Christopher Clemens oder wie Stefan Nopp, die mittlerweile beim DFB arbeiten, haben diese Zeit geprägt und auch begleitet. Aber allen voran du. Und wie du eigentlich mir gegenüber immer entgegengekommen bist, war es eigentlich auch die erste große Begegnung, eine lockere Art. Hallo Schweizer, hallo Urs, ich bin jetzt da, dein Ansprechpartner. Ich bin dein Ansprechpartner für das Team Köln. Buschi ist in Pension und ich bin jetzt an seiner Stelle. Wow, ein wenig arg jung und ein wenig der zerstreute Professor, aber aufrichtig und ehrlich kam mir diese Vorstellung vor. Ja, du lachst. Das können die Hörer herzlich sehen. Vielleicht ein paar Worte zu Urs Siegenthaler. Ja, also Urs Siegenthaler ist natürlich ein Phänomen. Er ist wirklich auch jemand, der ein Visionär, würde ich ihn bezeichnen. Er war damals ja auch derjenige, der das Team Köln 2006 mit ins Leben gerufen hat, von Seite vom DFB tatsächlich. Er hat immer die Visionen, die so wichtig sind und den Fußball voranbringen. Diese Visionen, wie werden wir in 2 Jahren Fußball spielen? Wie können wir in 2 Jahren erfolgreich Fußball spielen? Was können wir jetzt lernen für die Zukunft? Also er ist nicht nur ein sehr guter Menschenkenner, glaube ich, und auch ein sehr guter Fachmann im Bereich Fußball, Scouting, Spielanalyse, Spielphilosophie, sondern er ist auch jemand, der auch sehr viel sich in anderen Sportarten umgetan hat und da immer so die wichtigen Dinge auch für den Fußball rausgezogen hat. Und nebenbei ist es ein extrem sympathischer Mensch. Und er war Chef-Scout 2006, also hat auch einen erheblichen Anteil daran, dass wir so weit gekommen sind. Und er hat eine Frage an dich. Ja, Daniel, jetzt hätte ich eine Frage, die mich eigentlich interessieren würde. Der Sport allgemein, der Fußballsport insbesondere, lebt und sollte sich vermehrt nach Fachkompetenzen umsehen. Ein Thema, das uns seit Beginn unserer Bekanntschaft begleitet hat. Fachkompetenz, Sachverstand, Fähigkeiten, was verstehen wir darunter? Mich persönlich würde interessieren, wie formulierst du die Forderung, die Anforderungen für die Zukunft, für neue Interpreten, die im Fußballsport tätig sein werden? Genügt einfach nur eine fachliche Kompetenz? Brauchen wir nicht wissenschaftliche, kommunikative, soziale Kompetenzen? Das sind Fragen, viele Fragen in einer Frage. Das würde mich interessieren, wie ist das kontrollierbar, wie ist das messbar, wie ist das Anforderungsprofil so zu stellen, dass das auch umgesetzt wird. Jetzt weiß ich, jetzt kommst du doch ein wenig ins Grübeln. Ja, da könntest du wahrscheinlich jetzt ein neues Buch drüber schreiben, oder? Ja, das ist Urs Siegenthaler tatsächlich. Er stellt eine Frage und man muss erstmal kurz schlucken tatsächlich und weiß, boah, die Frage ist sehr schlau gestellt und die Antwort wird nicht schlauer sein als die Frage tatsächlich. Ich kann deshalb vielleicht nur 2, 3 Sätze vielleicht dazu sagen. Da muss ich erst länger drüber nachdenken tatsächlich. Aber letztendlich probieren wir das ja in unserem Weiterbildungsmaster Spielanalyse, dass wir immer schauen und uns immer versuchen zu wandeln, um die Anforderungen der Spielanalysten neu zu überdenken und auch zu erweitern und auch vielleicht neue Richtungen zu lenken. Und ein Punkt, den wir in den letzten Jahren versucht haben, deutlich reinzubringen, sind zum einen die Daten, dass die Spielanalysten jetzt immer vermehrt jetzt auch mit Event- und Positionsdaten arbeiten zu lernen. Das tun sie im Moment noch wenig. Wir glauben, das ist wichtig, dass man auch weiß, wie man mit solchen objektiven Daten umgeht, neben den qualitativen Spielanalysen basierend auf Videodaten. Und zum Zweiten natürlich, dass so dieser wissenschaftliche Anspruch, der hier genannt wurde, den wir sehr für wichtig erachten. Also wie rechnen wir diese Daten? Also was sagt uns das aus? Ich glaube, dass wir da noch Nachholbedarf haben, dass viele noch nicht genau wissen, und da meine ich jetzt nicht addieren, subtrahieren, oder da meine ich schon, wie man sowas interpretiert, basierend auf statistischen Kennziffern. Also Statistik, es geht um Statistik, so wie wir das eigentlich auch hier in unserem Studium uns aneignen müssen. Da glauben wir auch, dass da noch, dass wir da noch Fortschritte erzielen können. Aber ich meine, was er gesagt hat, ist natürlich auch sehr korrekt. Natürlich wird es immer um ein Miteinander gehen, es wird immer auch um soziale, menschliche Komponenten gehen, dass wir miteinander reden und dass wir wissen, wo unsere Kompetenzen sind und wie wir uns dann an einen Tisch setzen und am Ende das Bestmögliche herausgeben. Also auch über solche Coaching-Kompetenzen, soziale Kompetenzen, die werden auch immer eine große Rolle spielen, das ist auch klar.
Deine Kompetenz, die liegt ja nicht nur in der Theorie, sondern auch auf dem Platz. Das haben wir gehört, das kannst du nicht leugnen. Und zwar begeistert dich der Fußball auch in deiner Freizeit. Und das hat uns Philipp Förley verraten und den hören wir jetzt. Ja, Daniel und ich kennen uns schon eine ganze Weile vom Fußball. Mittwoch spielen wir da immer im Betriebssport auf dem kleinen Kunstrasenplatz an der Sporthochschule. Leider jetzt schon ein ganzes Jahr nicht aufgrund der Pandemie. Meistens spielen wir da auch in der gleichen Mannschaft. Ich vorne im Sturm als dankbarer Abnehmer von Daniels Pässen. In der Rolle sieht sich Daniel eigentlich auch am liebsten. Als Spielmacher, als Bälleverteiler. Und die Rolle übernimmt er auch bemerkenswert gut. An guten Tagen sind da schon wirklich beeindruckende Pässe dabei. An schlechteren Tagen kommt auch mal nicht jeder Pass an. Da geht dann so das, was Daniel theoretisch alles gerade im taktischen Bereich weiß, vielleicht ein bisschen auseinander oder man bemerkt, wie schwierig das dann teilweise umzusetzen ist auf dem Spielfeld. Ansonsten ein weiteres Charakteristikum von Daniel ist, dass er immer mit 110% dabei ist, vollen Einsatz zeigt, sehr ehrgeizig ist. Manchmal kann er das vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen, dass nicht jeder in seiner Mannschaft den gleichen Ehrgeiz zeigt. Zum Beispiel das, was Daniel auch so lehrbuchmäßig über Pressing weiß, was erfolgreich im Profifußball ist. Da besteht vielleicht nicht bei jedem 100% die Bereitschaft, das auch beim Betriebssport zu zeigen. Aber wir haben da schon viele sehr schöne Spiele zusammen gemacht. Okay, vielleicht abschließend doch eine Frage sollte ich ja noch stellen. Vielleicht, wer so das Vorbild von Daniel ist im fußballerischen Bereich und mit welchem Spieler er am ehesten sein Verhalten auf dem Platz vergleichen würde. Ja, vielen Dank, Philipp. Das ist richtig, wir haben sehr viele schöne Momente auf dem Platz gehabt. Das finde ich auch wichtig, Betriebssport, das hat auch was Soziales übrigens. Da haben viele Mitarbeiter des Instituts auch dran gewirkt und auch andere Mitarbeiter. Und ich will auch sagen an der Stelle, dass auch ein Gerard King zum Beispiel früher mit dabei war, auch ein Walter Tokarski, der das Ganze auch mit ins Leben gerufen hat und auch viele andere Kollegen, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann, die mitgemacht haben. Es war wirklich eine sehr schöne Einheit und ich würde mir wünschen tatsächlich für die Zukunft, dass wir da noch wieder mehr zusammenbekommen. Mehr Spieler die oder mehr Mitarbeiter, die dann auch mitspielen mittwochs, wenn es dann wieder losgehen kann. Ja, die Frage ist, auch Philipps Fragen sind oftmals schwierig und zu beantworten. Natürlich sehe ich mich in meinem Art von Fußball eher so an die Leipziger und Salzburger Art des Fußballspielens erinnert. Das ist klar, das ist so schon mein, das haben wir auch mitentwickelt, würde ich sagen, in Studien, aber auch in Einzelfall-Expertisen. Und als Spieler, mir damals jemand Scholl ein Trikot geschenkt, also von Scholli und ich weiß aber nicht, ob ich mich jetzt ganz direkt mit ihm sehen würde, jetzt, ich denke, irgendwie 100 Klassen unten drunter. Aber letztendlich ist so eine Art von Spielertyp, der kommt mir schon nahe. Heutzutage natürlich dann eher so dieser wuselige Mittelfeldspieler. Aber vielleicht darf ich das final auch noch sagen, dass auch ein Philipp Förley übrigens ein grandioser Vollstrecker ist. Aber es auch an anderen Tagen der Fall ist, dass er auch als Chancentod bezeichnet wird. Ah ja, wurde. Also Retourkutsche. Also das muss man auch bewerken. Und was ich aber auch eigentlich bei Philipp sehr gut finde, deshalb habe ich auch sehr gern mit ihm in der Mannschaft gestellt, dass er eigentlich immer 120% gibt. Und das ist etwas, was natürlich sehr wichtig ist, so jemanden in seiner Mannschaft zu haben, der eigentlich immer auch dann auch ja immer dabei ist und auch vollen Einsatz gibt. Und da ist Philipp immer wirklich ein Vorbild für alle. Wir hören jetzt noch einen anderen Kollegen, der sogar von 130% plus X erzählt und ja, der auch nochmal zeigt, wie sehr du den Fußball magst. Hallo zusammen, mein Name ist Oliver Höhner und ich freue mich sehr, hier im Podcast meines langjährigen Weggefährten Daniel Memmert teilnehmen zu dürfen. Lieber Daniel, wir kennen uns jetzt ja schon seit über 20 Jahren und haben vieles gemeinsam erlebt. Und ich denke, dass insbesondere unsere gemeinsame Zeit in der Kommission Sportwissenschaftlicher Nachwuchs für uns beide prägend war. Du wirst dich bestimmt noch an den legendären Abend in Mainz erinnern, als wir mit unserem Kommissionsteam weit nach Mitternacht barfuß gegen die Fachschaft Sport der Uni Mainz Fußball gespielt haben. Dieses hochemotionale Spiel haben wir mehr als deutlich gewinnen können, allerdings haben wir dafür auch einen hohen Preis zahlen müssen. Letztlich hatten wir unsere Füße komplett blutig gelaufen und die gesamte Halle war mit Blut verschmiert, zudem konnten wir die nächsten Tage allesamt kaum noch gehen. Meine Frage an dich heute wäre nun, ob du als Experte der Spielanalyse mittlerweile unsere taktische Erfolgsformel hast finden können. Mir ist bis heute unklar, warum wir
in der damals desolaten Verfassung gegen die topmotivierten und hochfitten Sportstudierenden so klar gewinnen konnten. Viel Spaß noch im Podcast und schöne Grüße aus Tübingen. Ist das wirklich wahr, mit Barfuß und einer Apfelscholle in der Hand hast du da die armen Studis abgezogen, oder? tatsächlich wird es immer ein Mythos bleiben. Also letztendlich, das Spiel hat so stattgefunden und Oliver Höhner, den ich extrem schätze und den ich nicht nur lang kenne und auch freundschaftlich verbunden bin und für mich auch gerade im Bereich Talent, Forschung und Psychologie natürlich auch die Nummer 1 in Deutschland ist. Dieser Abend, welches Wunder uns da gelungen ist tatsächlich, kann ich bis heute nicht verstehen. Es hat sich aber genauso abgetragen, wie Oliver das gerade erzählt hat. Es war ein großartiger Sieg und tatsächlich war der Sieg teuer erkauft. Und ich kann mich eigentlich nur noch an die Schmerzen erinnern, die wir 3-4 Tage danach hatten. Die Füße waren wirklich blutig und wir haben das völlig unterschätzt, dass es eine ganz schlechte Idee ist, barfüßig in einer Sporthalle Fußball zu spielen. Das habe ich daraus gelernt. Jetzt gerade in Corona-Zeiten ist das ja eh nicht so richtig möglich, Fußball in der Halle. Was aber möglich ist, ist Fußball im Garten zu spielen. Wir sind fast am Ende, haben aber noch mal eine Frage und die kommt noch mal von Daniel Teveleit. Ja, hallo Daniel, ich hoffe, du hast Spaß an dem Gespräch und gibst viel Preis von den Dingen, die du so hinter den Kulissen erfährst. Da bekommst du ja auch einiges mit durch deine Kontakte in den professionellen Sport. Zum Beispiel von den Greenkeepern in Hoffenheim hast du mir mal erzählt, dass die dir Tipps geben für deinen eigenen Rasen, der zu einem Hobby geworden ist. Da hast du schon länger nicht mehr von erzählt mir gegenüber. Da würde mich mal interessieren, ob du da vorankommst und ob der Lockdown womöglich dem Rasen zugute gekommen ist und du Zeit hattest für intensive Pflege. Das lässt tief blicken. Ja, das ist auch wahr und ich sage immer, in meinem zweiten Leben werde ich Greenkeeper. Das wird mich echt interessieren, muss ich sagen. Und der Rasen zu Hause ist in Ordnung, der ist gut in Schuss. Die eine oder andere Stelle, muss ich sagen, war ich ein bisschen leichtsinnig gewesen. Im letzten Herbst, da hat es auch sehr viel stark geregnet, auch über längere Zeit. Und da hat unser Robby ein paar üble Spuren hinterlassen. Ich wollte ihn eigentlich auch entlassen, aber mein Herz hängt dann doch zu stark an unserem Rasenschaf. Und deshalb durfte er dann doch überwintern und leistet jetzt wieder gute Dienste. Der Rasen steht und meine Frage wird natürlich jetzt auch direkt an Daniel gehen, wie sein Rasen aussieht. Das wird mich auch interessieren. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke auch. Das war also eine Runde mit Professor Dr. Daniel Memmert. Ich dachte ja ehrlicherweise vor dieser Folge, dass ich mich relativ gut auskenne im Fußball. Aber da wurde ich jetzt, glaube ich, ganz schön eines Besseren belehrt. Ich habe super viel gelernt und ich hoffe, auch ihr habt einiges aus dieser Folge mitnehmen können. Wenn ja, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wir hören uns dann in rund 4 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sportlich.